Ja, also das war UV-Eindringtiefe, 1% Tiefe von UV. Jetzt kommen wir zur euphotischen Tiefe. Die euphotische Tiefe ist eben definiert als die Tiefe, der Primärproduktion im Prinzip möglich ist. Und sie wird also standardmäßig mit 1% des an der Oberfläche auftreffenden Lichts bezeichnet. Nun, das kann natürlich, kann man sich vorstellen, dass das nicht immer stimmen kann. Wenn ich also einen Wintertag habe, wo auch die 100% an der Oberfläche wenig Licht sind, dann wird das in 1% Tiefe nicht mehr sehr viel Photosynthese stattfinden. Und die euphotische Tiefe kann man jetzt sehr, sehr einfach berechnen. Die euphotische Tiefe wäre also, wenn ich den Logarithmus von 100% minus Logarithmus von 1%, das sind eben natürlicher Logarithmus, das ist 4,6, durch diesen Extinktionsfaktor, Koeffizienten dividiere, dann kann ich die euphotische Tiefe ausrechnen. Ja, sie kann also, wie Sie hier sehen, zwischen 100 Metern liegen, in sehr, sehr klaren Seen. In manchen Gewässern ist sie geringer als einen halben Meter. Und zwar ist das jetzt natürlich PAR, also die photosynthetisch aktive Strahlung, und nicht die UV-Strahlung. Ja, hier haben also dänische Kollegen dann gesagt, das mit der 1% Tiefe, das kann also nicht stimmen. Wir schauen uns das jetzt in Dänemark an und schauen uns das über das ganze Jahr an. Wenn wir also hier in den Sommermonaten bleiben, kann man sagen, an klaren Tagen, das sind also die schwarzen Punkte, kann also im Hochsommer stimmt das ungefähr mit der 1% Lichtintensität, das stimmt dann schon. An trüben Tagen stimmt es also, kann das also nicht stimmen, dann ist bei 1% ist dann schon leider nichts mehr. Da brauche ich 3-4% Lichtintensität, um diese Kompensationstiefe zu erreichen. Kompensationstiefe, das ist die Tiefe, wo die Primärproduktion und die Respiration gleich hoch sind, wo ich also praktisch null Nettoproduktion mehr habe. Wenn wir dann in den Winter gehen, dann sehen Sie, gibt es also einen Bereich, wo diese 1% Tiefe natürlich überhaupt nicht mehr stimmt. Da ist die Kompensationstiefe bereits an der Oberfläche in 0 Meter erreicht. Ja? Sie sehen also, wie relativ solche Annahmen sind. Wir bleiben bei allen anderen Berechnungen, jetzt bleiben wir einfach relativ stur bei dieser 1% Tiefe, aber gerade diese Grafik sollte uns schon zeigen, dass das an trüben Tagen im Winter in Dänemark, im hohen Norden natürlich nicht mehr stimmt. Ja. Da müssen wir also schon, auch wenn in klaren Tagen müssen wir dann schon, ist die Kompensationstiefe da in 5 Meter in dem Fall und ich brauche da 30, 40% des einfallenden Lichts und nicht 1%. Ja, das einfachste und schönste Messgerät hat ein italienischer Priester vor über 100 Jahren erfunden. Das war der Herr Secchi, der hat eine Secchi-Scheibe verwendet, das ist eine weiße Scheibe, die man an einem Seil in die Tiefe lässt, bis man sie gerade noch sieht, gerade nicht mehr sieht. Wenn man das mit 5, 6 Personen macht, gibt es kleine Unterschiede, aber es funktioniert ganz gut und es ist ein sehr einfaches Gerät und es gibt über 100 Jahre eben Aufzeichnungen, vor allem aus dem Meer, über die Secchi-Tiefe. Nun wollen wir natürlich die Secchi-Tiefe ein bisschen irgendwie in den Griff bekommen und nicht nur sagen, ja, die Scheibe ist weg, sondern was ist da los? Ja? Und man kann natürlich eine Beziehung herstellen zwischen dieser ZSD, Secchi Depth, ja, und dem Extinktionsfaktor. Und zwar haben die zwei Herren das damals gemacht und haben gesagt, ja, der Extinktionsfaktor, den kann ich berechnen, wenn ich 1,7 durch diese Secchi-Tiefe dividiere. Wie kommen sie darauf? Die haben eben auch gemessen und haben gesagt, ich sehe diese Secchi-Tiefe gerade noch, wenn ich 18% des Lichts der Oberfläche habe, dann verschwindet sie. Und das haben sie da ausgerechnet. Also die Z-Secchi ist dann Logarithmus naturalis 100 minus Logarithmus naturalis 18 durch E. Das wäre also diese 1,7 durch den
Extinktionskoeffizienten. Wenn ich habe es hier unten noch einmal hingeschrieben, wenn ich sage, na, ich sehe sie, ich habe gute Augen und ich habe die Brillen auf, ich sehe sie noch, wenn nur mehr 10% des Lichts da ist, dann kann ich natürlich sagen, Logarithmus Naturalis 100 minus Logarithmus Naturalis 10 ist gleich 2,3. Dann hätte ich diesen Umrechnungsfaktor. Nun, Sie können sich vorstellen, dass das nicht überall gleich ist. Also Secchi-Tiefe, wenn das Wasser bestimmte Farbe hat oder trüb ist und so weiter, funktioniert das. Es funktioniert eher noch, wenn es trüb ist, als wenn es bestimmte Farben annimmt. Und Sie sehen hier diese Mini-Tabelle hier rechts. Und je nachdem, welchen Faktor man annimmt und wie tief, oder sagen wir mal, wenn ich annehme, ich sehe die Secchi-Tiefe noch, wenn nur 5% des Lichts ankommt, dann habe ich einen Faktor 3, bei 15 habe ich eben 1,9, bei 10 und so weiter. Also Sie sehen, Secchi-Tiefe ist schon wichtig, weil man kann sie überall messen, es ist nicht schwierig, Sie brauchen keine Geräte, es ist relativ genau, aber die Aussagekraft ist natürlich beschränkt auf bestimmte Gewässer. Sie können nicht sagen, die Secchi-Tiefe in dem See, dann nehme ich sie in den anderen See und ich kriegt das Gleiche raus. Das wird also nicht funktionieren. Ja, zum Abschluss dieser Secchi-Geschichte noch eine Darstellung, die kommt von Ferdi Schanz. Der hat das also am Zürichsee gemacht. Und Sie sehen hier einen, ich blende das jetzt ein, einen Wert, der verwendet also nicht den Extinktionskoeffizienten, sondern schreibt eben dafür KD, ist aber das Gleiche. Er trägt hier die Secchi-Tiefe auf und Sie sehen, die wechselt also zwischen 1,5 und 2 Meter bis zu 16 Meter über längere Zeiträume gemessen und hat daraus also diesen KD berechnet. Und wenn man das E, wenn man diese Faktoren hernimmt, die wir verwendet haben, dann kommt man eben auf diese Beziehungen zwischen Secchi-Tiefe und euphotischer Zone. Und klar, wenn ich hier einen Klarwasserbereich habe und die Secchi-Tiefe geht also bis 15, 16 Meter runter, dann kann ich mir schon ausrechnen, wie hoch, wie tief, wie dick diese euphotische Zone sein wird. Dankeschön.